Der Loi wird übrigens angetrieben von einer kräftigen Honda Enduro. Die könnte natürlich noch schneller das Seil hinauf, aber am Stadthaus ist halt Schluss. Manuela zeigt jetzt am Trapez seine Figur, die sich der Engel nennt. Joanna zeigen jetzt einen besonders außergewöhnlichen Trick, den doppelten Handstand. Joanna zeigt den Kopfstand am Trapez und Pierre als einzigster Artist auf der Welt den Handstand auf dem Lenker des Motorrades bzw. dem Hals des Loi. Oh, bravo Pierre und Joanna!